Okay, wir haben gesagt, dass dieser zweite Teil mehr ein praktischer Teil sein soll. Was haben wir jetzt gesagt? Wir gehen hoch zur Kirche um Angelus. 5 vor 12, okay. Das heißt, wir haben jetzt nur noch 25 Minuten. Schauen wir mal, wie weit wir kommen mit diesen 10 Gebote im Eheleben. Und vielleicht können wir die anderen Gebote, wenn wir sie nicht alle fertig machen, heute einen anderen Tag machen. Also erstes Gebot, lerne die wahre Bedeutung der Vergebung. Vergeben und vergessen. Wie in der Beichte. Vergeben und vergessen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Bringe es nie wieder auf den Tisch. Kontrolliere die unbedingte Notwendigkeit, es doch noch zu erwähnen. Es brennt mir unter den Fingern. Ich muss es jetzt gesagt haben. Und jetzt, ich sage jetzt, manche von diesen Geboten vielleicht treffen mehr auf die Frauen zu und manche auf die Männer, aber bitte, dass ich jetzt falsch verstehen, weil jeder natürlich anders ist und jeder, man kann jetzt nicht so in Schubladen denken, aber vielleicht manchmal trifft es auch ein bisschen mehr zu, nicht? Und das mit den unbedingten Notwendigkeiten, es brennt mir unter den Fingern noch zu sagen, vielleicht trifft das besonders manchmal auf die Frauen zu, nicht? Aber beides ist natürlich, für beide ist es wichtig, zum Beispiel für einen Mann ist es sehr wichtig zu lernen, wie man überhaupt um Verzeihung bittet. Nicht, dass man überhaupt den Schritt macht, um zu sagen, es tut mir leid. Nicht? Gerade weil wir, ja, unsere Demut, das nicht immer so einfach ist. Deswegen. So wie in der Beichte. Ich denke, es gibt, also wenn einer von euch jetzt zu mir kommen würde in der Beichte, nicht, und ich dann eine halbe Stunde später euch treffe und sagt, ah, du hast mir das und das gesagt, wäre ich auf der Stelle exkommuniziert. Und ich müsste zum Papst gehen, um diese Exkommunikation aufheben zu können. Und manchmal habe ich die Versuchung, einen Brief zum Vatikan zu schreiben und sagen, also alle Eheleute, die ihre Sünden, vergangenen Sünden wieder auf den Tisch bringen, dass sie schon längst vergeben haben, sollten auch... Nein. Vielleicht nicht so radikal sein, nicht? Aber das ist es doch ein bisschen, nicht? Also wie kann das sein? Also dass wir haben gesagt, dass wir vergeben haben, aber vielleicht doch nicht wirklich, nicht? Und wirklich vergeben und vergessen, nicht? Und, ja, nicht, wir armen Priester, wir sind sofort exkommuniziert, wenn wir das machen würden. Und nicht, Eheleute, sie können ruhig einander für Jahren hinweg. Einmal kam jemand nach 26 Jahren Ehe mit Eheproblemen daher und sagt, nicht, dass, ja, es hat, und fragt, ja, wann hat es angefangen? Und sagt, auf der Kreuzfahrt in der Flitterwoche. Okay. Ja, ich hatte Kopfschmerzen und der andere, der ist dann gegangen, Karten zu spielen mit seinen Freunden. Das kann doch nicht wahr sein. Nicht, also, so eine Lieblosigkeit. Nach 26 Jahren. Als wäre es gestern passiert. Natürlich, einverstanden, sind viele Dinge sicherlich dazugekommen und so. Aber es ist auch beeindruckend, nicht? Nach 26 Jahren, als wäre es gestern passiert. Und da, glaube ich, müssen wir wirklich lernen, also loszulassen, wirklich zu vergeben vom Herzen. Ich habe diesen Manu Fleckenstein vorher erwähnt, dieser junge Mann aus von Cardiac Move, von dieser Rockband. Und einmal hat er mich gefahren von Graz nach Wien. Ich war im Auto mit ihm unterwegs und ich habe gearbeitet so, oder gebetet oder was auch immer. Und am nächsten Tag sollte ich einen Vortrag halten über Vergebung. Und mir kamen keine guten Ideen. Dann habe ich gesagt, also Manu, weil er ist in Bethlehem geboren, sein Haus wurde total zerschossen einmal von einer Armee, die halt durchgegangen ist, hat wahnsinnig viel erlebt in seinem Leben, also wirklich, kann viel sagen über Vergebung. Und hast du irgendwelche Ideen? Nicht, als so 20 Jahre alt damals war. Und dann hat er angefangen zu reden und nach so 20 oder 5 Minuten habe ich gesagt, hast du was, habe ich meinen Computer aufgemacht, hast du was dagegen, wenn ich mitschreibe? Und dann habe ich einfach niedergeschrieben, was er gesagt hat und am nächsten Tag das als Vortrag gehalten. Und eine Sache, was er damals sagte, vor 4, 5 Jahren, was mich heute noch in Erinnerung ist, ist, wir sind an einem Ortsschild vorbei, oder irgendein Schild vorbeigefahren auf der Autobahn. Und er sagt, okay, Father George, stell dir vor, wir würden jetzt streiten, über was auf dem Schild stand. Das schon da hinten ist irgendwo. Und stell dir vor, ich hatte recht gehabt und du hast nicht recht gehabt. Jetzt, ich würde dich nachher um Verzeihung bitten für den Streit.
Aber nicht, weil du recht hattest. Du hattest nicht recht, ich hatte recht. Sondern, weil ich dich verletzt habe. Ich sag wieder, boah, das ist tief für einen 20-Jährigen, nicht das zu sehen. Ich werde dich nicht um Verzeihung bitten, weil du recht hattest, sondern weil ich dich verletzt habe.